Mittagszeit in Deutschland, was steht denn gerade bei Ihnen so auf dem Tisch? Nudeln, Salat, Fleisch? Wenn es nach den Gesundheitsexperten geht, dann essen die Deutschen viel zu viel Fleisch. Es gibt aber auch Menschen, die verzichten ganz und ganz bewusst auf alle tierische Produkte. Die Zahl der sogenannten Veganer, die wächst. Tofu-Würstchen, Sojagetränke, die tun's ja auch. Klingt ja auch alles höchst gesundheitsbewusst, aber ist das wirklich so? Wir sind dem Phänomen mal nachgegangen. Wenn sich der Magen meldet, dann ist Antworten, den Hunger stillen, für Lukas Bossert nicht so simpel. Die ganzen Süßigkeiten leider auch nicht vegan. Milch, Käse, Eier, Honig, für ihn alles tabu. Das meiste Streetfood deshalb auch, weil Lukas sich vegan ernährt. Und so heißt es auch, verstecktes Tier meiden. Gelatine in Gummibärchen, Fette in Fertigsuppen oder auch das für viele Alleralltäglichste. Bäckerei ist auch schwierig, weil du hast Croissants oder eine Laugenbrezel, das ist alles mit Butter und mit Milch und so weiter. Und du weißt nicht, was drinsteckt. Du musst dann entweder Zutaten erfragen oder dich sehr auskennen mit den Produkten. Und das macht es dann nicht gerade einfacher. Auf Fleisch verzichtet Lukas natürlich auch. Das war nicht immer so. Mir hat Fleisch schon geschmeckt. Also ich habe sehr, sehr lange Fleisch gegessen. Und es war dann eine Frage des Bewusstseins, dass ich gesagt habe, okay, ich will auf Fleisch verzichten, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Mir ging es dann sehr viel besser bei der veganen Ernährung. Und dann kommt natürlich das Ethische irgendwann automatisch hinzu, dass man sagt, okay, man will an dem Massenmord an Tieren nicht dabei sein. Ja. Wann hast du deinen letzten Döner gegessen? Vor 5 Jahren, würde ich sagen. Überhaupt nichts Tierisches essen. Lebensmittelchemiker Udo Pollmer ist skeptisch, was vegane Ernährung angeht. Mehr noch als gegenüber der von Vegetariern. Die verzichten, genau wie Lukas, auf Fleisch, nicht aber auf Milch und folglich Käse. Die Leute, die vor 20 Jahren zum Vegetarismus rübergegangen sind, auch nur experimentalweise, die dann auf das versucht haben, auf Fleisch zu verzichten, was haben die gemacht? Die haben schlichtweg den Rindfleischanteil durch Käse ersetzt. Auf einmal stieg entsprechend der Käseabsatz, weil sie dann wieder ätherisches Eiweiß über den Käse bekommen haben. So, das ist alles gut, das kann der so machen. Da gibt es nichts dran zu nörgeln, zu kritisieren, zu loben oder sonst etwas. Der macht das eben so. Aber Lukas macht es anders. Gar nichts Tierisches landet in seinen Töpfen. Stattdessen auf dem Speiseplan Nüsse, Gemüse, Obst und ein besonderer Getreideersatz. Das wird ein marokkanischer Quinoa-Salat, aber eben ein warmer Salat. Was ist Quinoa? Quinoa ist das Korn der Inkas, also eben eines der gesündesten gekochten Kohlenhydrate. Hat einen hohen Eiweißanteil, also ich mag das sehr. Auf das nahrhafte gekochte Quinoa hat Lukas früher verzichtet, als er sich nicht bloß vegan ernährte, sondern nur roh. Das aber war zu aufwendig. Da musste er sich Obst und Gemüse gleich kistenweise einverleiben. Heute kommt er mit normalen Mengen klar. Auf das Risiko einer veganen Mangelernährung wird er aber dauernd angesprochen. Die sagen dann immer, wo bekommst du dein Eiweiß her, wo bekommst du dein Eisen her, wo bekommst du dein Magnesium her, wo bekommst du dein Vitamin B12 her und so weiter. Das sind so die üblichen Themen und da muss man sich einfach informieren und auskennen. Aber das ist keine Hexenkunst. Grünes Gemüse enthält sehr viel Eisen und Magnesium und wenn man das in seinen Alltag mit einbaut, eben oft mal einen Salat zu essen oder mal einen Grünkohl irgendwie zu machen, dann kriegt man das hin, ne? Da wir selber Säugetiere sind, werden wir natürlich viel eher die Stoffe, die unser Säugetierkörper braucht, in einem anderen Säugetier finden, als, sagen wir mal, in einem Gewächshaus für Gurken. Davon ist auszugehen. Jetzt kann man nicht einwenden und sagen, ja, aber die Kuh, die kann ja auch Gras fressen, das ist richtig. Der Kuh wird relativ selten als Steak serviert oder Schweineschnitzel oder sowas. Also muss sie dafür sorgen, dass sie an ihr Eiweiß über Eigenproduktion kommt. Das hat sie einen Pansen. Und von diesem Eiweiß, das das Rind im eigenen Pansen produziert, lebt das Rind. Das kommt nachher in den richtigen Magen, da wird es verdaut. Und auf diese Weise hat es halt seine Steaks. Wir haben keinen Pansen, also geht das nicht. Unbeirrbar lebt Lukas vegan. 5 Jahre nun schon und er kann keinen Nachteil daran entdecken. Im Gegenteil, gemeinsam mit fleischessenden Freunden hat er in Berlin ein Restaurant eröffnet.
Mit frisch gepressten Säften und veganen Gerichten versprechen sie ihren Gästen Wohlfühlkost. Meine Haut wurde besser, Verdauung wurde besser, alles Mögliche. Also wirklich, das ist Wahnsinn. Also meine Energie ist durch die Decke gegangen und ich habe gesagt, ich ziehe das weiterhin durch. Ob rein veganes Essen nun eher gesund oder eher ungesund ist, bleibt bis dato unbeantwortbar. Denn belastbare Studien darüber gibt es nicht.